Jeden Morgen um 7 startete Anton in den Tag. In den warmen Monaten grüßt ihn morgens auch die Nachtigall. Herr Anton mag den Gesang der Nachtigall. In letzter Zeit haben sich unbekannte Töne eingeschlichen. Er öffnet sein Fenster, um dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ob die Nachtigall krank ist? Guten Tag, Nachtigall. Geht's dir gut? Es gibt keine andere Möglichkeit, denke ich, Herr Anton. Die Gegend um die große Eiche und den Busch vor seinem Gartentor. Das Zuhause der Nachtigall muss untersucht werden. Rasch zieht Herr Anton sich an und holt aus seinem Schrank das Aufnahmegerät. Herr Anton stiegt die Treppe herunter, öffnet seine Haustür, läuft über den Gießweg und durch den Garten zur Eiche und dem Buch vor seiner Gartentür. Zweimal läuft Herr Anton um Busch und Baum herum. Bleib stehen. Untersucht und geht woanders hin, um nochmal zwischen den Ästen hindurchzusehen. Zwischen den Blättern des Busches entdeckt er ein altes Klavier. Da steht ja ein Klavier. Das liegt auf dem Bauch. Wie ist es bloß dahin gekommen? Die Vögel, unter ihnen die Nachtigall, sitzen auf den Klavierseiten und schilpen die Klavierseiten Antworten. Herr Anton denkt sich, das gab es noch nie, ein zwitscherndes Klavier. Aber warum hat es jemand einfach weggeworfen? Warum liegt das Blatt auf dem Boden, so dass man die Saiten sehen kann, auf denen die Vögel herumwippen? Mit all seiner Kraft versucht er, das Klavier aufzurichten. Ruck! Ruck! Mit ganz viel Kraft richtet Herr Anton das Klavier auf. Ruck! Als es dort steht, fehlt die Musik. Ich habe eine Idee, murmelt Herr Anton. Es ist Frühling, die Vögelchen könnten mir ein Frühlingslied spielen. Herr Anton geht zurück ins Haus, um aus seiner Küche die Blechdose mit Körnchen zu holen. Er schüttelt die Blechdose. Ah, da sind ja noch genug Körner drin. Herr Anton geht zurück zum Klavier und legt auf jede Taste ein Körnchen. Auf die Tasten, die zuerst gespielt werden sollen, legt er zwei Körnchen. Auf die Tasten, die noch eher gespielt werden sollen, legt er drei. Dann ruft er: Hey Vögelchen, spielt mir doch ein Lied. Die Vögelchen kommen angeflogen und picken von den Tasten die Körner. Erste, die auf denen drei liegen, dann die Tasten, auf denen zwei liegen und zum Schluss die Tasten, auf denen nur ein Korn liegt. So geht der Wunsch vom Herrn Anton in Erfüllung und die Vögelchen spielen sein Frühlingslied. Es beginnt etwas holprig, aber danach in der richtigen Reihenfolge. Thank you.
Und Herr Anton freut sich.